Herzlich willkommen beim Palacios Podcast. Er ist Verleger des Magazins Erfolg und mehrfache Buchautor von erfolgreichen Büchern, Julian Backhaus. Schön, bist du mit dabei beim Palacios Podcast. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Er ist durch diverse Fernsehsendungen und seine Bestseller bekannt geworden. Gabriel Palacios! Ich werde mit euch das Unterbewusstsein genau überleuchten. Ich möchte euch allen beibringen, zu fühlen und zu wissen, dass ihr nicht nur gut genug seid, sondern eben mehr als nur gut genug. Herzlich willkommen zum Palacios Podcast, der Podcast für mentales Wachstum. Ich freue mich sehr auf diesen Podcast, denn du wirst ja auch an unserem Angstfrei-Kongress auftreten 2024 und wirst da auch deinen Input im Hinblick auf eben Ängste und vielleicht auch das Gegenstück Mut oder Vertrauen zu haben referieren. Da sind wir schon sehr gespannt drauf. Wir haben ja ganz viele Therapeutinnen und Therapeuten in unserer Zielgruppe. Ich bilde ja Therapeutinnen und Therapeuten aus im Bereich Hypnosetherapie, Gesprächstherapie und Meditationscoachings. Und dabei stellt sich natürlich sehr oft die Frage, was kann man tun, um möglichst erfolgreich zu sein in dem, was man tut, halt eben im Ausleben der Berufung. Wie würdest du für dich mal als Einstiegsfrage, wie würdest du für dich Erfolg definieren? Ja, du hast schon das Richtige gesagt. Berufung ist natürlich ein ganz großer Bestandteil. Wenn ich erfolgreich werden möchte, muss ich auf dem richtigen Spielfeld sein. Dann muss ich etwas machen, was mich begeistert, was ich liebe, was mir deswegen auch viel Energie gibt, weil das ist ja ein zweiter Teil des Erfolgreichseins. Man investiert viel Energie in eine Sache. Und im besten Fall, das hat Reinhold Messner mir damals gesagt, bekommen Sie die Energie wieder zurück, die Sie investieren. Dann machen Sie das Richtige. Dann sind Sie auf dem richtigen Spielfeld unterwegs, hat er damals gesagt. Und das würde ich auch so unterschreiben. Also sprich, wenn du etwas tust, was dich auch erfüllt, wo du morgens gerne aufstehst, dann bist du erfolgreich. Und die Definition ist ganz dir selbst überlassen. Die größte Herausforderung, die ich bei Menschen sehe, auch wenn es in Richtung Angst geht und so weiter, ist immer die Erwartung anderer zu erfüllen, was ein großer, großer Stolperstein auf dem Weg zum Erfolg ist, weil, und das ist meine Meinung, man muss die eigene Betrachtungsweise, wie soll mein Leben aussehen, wie möchte ich mich fühlen, wie möchte ich wirken, wie möchte ich Erfolg definieren, sodass ich Spaß an meinem Leben habe. Weil letztendlich unterm Strich geht es doch genau darum, egal was du studierst, welchen Beruf du erwählst, welchen Partner du heiratest und so weiter, das zahlt doch alles darauf ein, auf dein Glück im Leben sozusagen. Keiner macht all diese Dinge, um unglücklich im Leben zu sein. Und von daher muss das eben passen. Also man muss eben das tun, was man liebt. Auch so abgedroschen das klingt, dann kann ich in Richtung Erfolg gehen. Mega schön gesagt. Ich merke auch immer wieder, dass es viele Leute gibt, die das Gefühl haben, sie brauchen möglichst viele Ausbildungen, möglichst viele Urkunden an ihren Wänden, um sich dann auch zu erlauben, in den Erfolg zu gehen oder eben überhaupt gewisse Dinge umzusetzen. Mir kommt es manchmal fast so vor, als hätten gewisse Menschen Angst vor dem Erfolg, weil sie dann vielleicht auch Angst hätten, sie könnten nicht den Erwartungen gerecht werden und sich dann meist auch über die Urkunden versuchen zu rechtfertigen, zu identifizieren. Wie siehst du das? Wie wichtig sind aus deiner Perspektive Urkunden für den Erfolg? Ja, es gibt, glaube ich, tatsächlich immer verschiedene Motivationen, warum Menschen irgendetwas tun. Und Menschen üben aus unterschiedlichen Motivationen einen Beruf aus. Die einen suchen Sicherheit, die anderen suchen Anerkennung. Die anderen wollen etwas bewegen und sich verewigen und so weiter. Also es gibt, je nachdem, was für eine Person da vor mir steht, unterschiedliche Beweggründe, warum überhaupt irgendjemand etwas tut. Und ich glaube, so ist das auch im Thema
Awards oder Anerkennungen im weitesten Sinne. Es gibt sicherlich einmal die Betrachtungsweise, die du gerade gesagt hast, dass man das als so Art Rechtfertigung benutzt. Es gibt die Leute, die sagen, ich habe gerne Trophäen an der Wand. Ich gehöre da übrigens auch dazu. Also ich habe Bilder an der Wand, ich habe Auszeichnungen, die ich bekommen habe an der Wand, Kunstwerke, die über mich entstanden sind, die hänge ich auch gerne auf. Und meine Magazine hängen ja auch überall im Konferenzraum an den Wänden, weil ich da stolz drauf bin, weil das ist das, was ich gerne machen wollte in meinem Leben. Ich wollte gerne was voranbringen, ich wollte auch gerne für Unterhaltung sorgen, ich wollte gerne eine Marke aufbauen und dass das honoriert und anerkannt wird, das zeige ich auch gerne. Das teile ich auch gerne mit anderen und gucke mir das auch selber gerne an, weil immer wenn ich an Fotos, die man jetzt auch so als Art Errungenschaft mal jetzt betiteln könnte, vorbeilaufe, dann denke ich immer so, stimmt, das ist schon 10 Jahre her, da hast du den getroffen oder da hast du das erlebt oder so. Und von daher, da gibt es, glaube ich, mehrere Betrachtungsweisen, ne? Absolut. Eben meine Intention zum Beispiel ist es wirklich auch Spuren zu hinterlassen. Deshalb schreibe ich auch Bücher und ich finde auch immer schön, wenn man, wie du gesagt hast, stolz sein kann auf das, was man schon erreicht hat. Ich erlebe es oft auch, dass besonders hier in der Schweiz viele Schweizer auch sehr bescheiden sind, vielleicht ein Ticken zu bescheiden. Und ich sage dann auch immer meinen Absolventen, hey, wenn ihr Erfolge habt, dann postet diesen Erfolg, also wenn ihr das dürft, wenn ihr das abgesprochen habt, wie sehr eure Therapie, euer Coaching geholfen hat. Viele haben dann das Gefühl, es wird schnell mal, oder sie könnten schnell mal überheblich wirken. Was würdest du denen entgegnen? Genau deswegen habe ich damals dieses Buch geschrieben, weil ich immer wieder, also Bullshit Rules, 50 Regeln, die sie brechen müssen, um Erfolg zu haben, weil ich immer wieder gehört habe von Menschen, das tut man nicht, ja, das darf man nicht, ja, das wird ja so als Regel vorgeschrieben, die Lebensregel, ja, sei nicht überheblich. Die behindert Leute und diese ganzen Regeln behindern Leute dabei, im Leben wahrhaft Erfolg zu haben. Wir wollen nicht darüber reden, dass man sein Leben bestreitet. Das ist relativ simpel umzusetzen. Ja? Du musst so viel Geld verdienen, dass du nicht verhungerst, dein Dach über dem Kopf behältst und dann wirst du dein Leben irgendwie bestreiten. Aber das ist es ja nicht, wonach die Leute eigentlich streben. Die Leute wollen ja etwas Besonderes aus ihrem Leben machen. Das ist ja so eine rohe Modelliermasse. Und jetzt kann man entscheiden, was mache ich damit? Und wie will ich am Ende meines Lebens, das kann früh sein oder spät sein, wie möchte ich da gewirkt haben? Wie möchte ich da vielleicht auch in Erinnerung behalten? Wobei man natürlich auch sagen muss, es gibt Menschen, die möchten gar nicht in Erinnerung bleiben. Auch da kenne ich Beispiele von Menschen, die wollen in der Urne unanonym bestattet werden und sagen, mich gab es gar nicht. Das ist natürlich auch ein trauriger Lebensentwurf. Aber reden wir über das Positive, reden wir über die, die tatsächlich etwas hinterlassen wollen. Die wichtigste Aufgabe eben besteht, glaube ich, relativ zu Anfang darin, eine Eigenbetrachtungsweise zu entwickeln und keine wie werde ich von außen gesehen Betrachtungsweise beziehungsweise bewertet. Gesehen ist ja vielleicht noch in Ordnung, aber die Bewertung anderer darf nicht zum eigenen Maßstab werden, weil das Geheimnis ist natürlich, andere und je mehr Menschen dich umgeben, je schlimmer ist das, haben andere Erwartungen und andere Bewertungen für dich. Und das heißt, du kannst es eh niemandem recht machen. Du könntest niemals so sein, dass alle Menschen um dich herum zufrieden mit dir sind oder sagen, genau so sollte man es machen. Sondern es wird immer jemanden geben, der sagt, der macht es richtig. Und dann wird neben ihm jemand stehen, der sagt, so würde ich das nie machen. Und deswegen muss man sich diesem Nullsummenspiel irgendwann bewusst werden, dass die einzig sinnvolle Methode, sein Leben zu bewerten und zu leben, ist, die Bewertung und den Lebensplan selbst zu schreiben. Also das heißt, wie möchte ich mich selber sehen und wie möchte ich, dass mein Leben verläuft und ob andere damit d'accord sind, kann nicht der Maßstab sein. Das heißt, es wird ein Selektierungsprozess stattfinden, ob das jetzt Freunde, Familie oder
Umwelt sind, Gesellschaft, da werden einige davon bleiben und sagen, finde ich gut. Da werden einige da bleiben, die sagen, finde ich nicht gut, aber ich respektiere dich trotzdem. Und es wird einige Leute geben, die sagen, mit dir möchte ich nichts mehr zu tun haben. Das kannst du denen auch dann so zurückgeben. Mit dir möchte ich dann auch nichts mehr zu tun haben, weil dann haben wir uns ja scheinbar nichts zu geben. Und wenn man das ist ein Prozess natürlich, und der Prozess funktioniert für Menschen auch unterschiedlich, zu diesem Punkt zu kommen, sich unabhängig zu machen von der Bewertung der Außenwelt. Ich sage immer, sei froh, dass schlechte Menschen schlecht von dir reden, weil dadurch kommunizieren sie ganz sicher, dass du nicht zu ihnen gehörst. So. Und man möchte ja auch nicht, dass jeder gut von einem geben sich zu erkennen. Ja, genau. Ja, was rätst du denn denjenigen, die dann eben Kritik erfahren? Eben, ich habe auch schon erlebt, dass Leute bei mir in der Ausbildung waren und gesagt haben, sie fühlen sich so wohl, sie haben endlich ihre Berufung gefunden, aber ihre Nachbarin findet plötzlich, ja, jetzt willst du noch Hypnosetherapeutin werden, was willst du eigentlich alles noch werden, und versucht sie dann so ein bisschen runterzuziehen. Und dann sage ich immer, hey, das ist halt Neid, also respektive kann Neid sein, du gehst einen Weg, dein Gegenüber geht den Weg nicht oder getraut sich dir nicht zu gehen, würde dem vielleicht auch gerne gehen, das erzeugt einen Unterdruck, wie ein Sog. Also ist es für den seelischen Druck dieses Menschen angenehmer, dich wieder zurückzuziehen, eben runterzuziehen? Da kommen wir wieder zu diesem Thema, was ich eben gesagt habe. Man kann es den Menschen nicht recht machen, weil die Menschen unterschiedliche Lebensvorstellungen haben. Die Nachbarin wird höchstwahrscheinlich die Lebensvorstellung haben, du bist ein braves Kind, gehst in die Schule, bringst gute Noten nach Hause, dann machst du eine Ausbildung oder ein Studium und dann bleibst du 40 Jahre in diesem Beruf, bis du in Rente gehst und deinen Vorgarten pflegst. Das ist für die ein Lebensentwurf, der relativ uninspiriert ist, und man bestreitet sein Leben. Die bei dir die Ausbildung gemacht hat und sagt, ich möchte aber mein Leben modellieren, ich möchte Wege nutzen, wenn sie sich auftun, und ich möchte meine Interessen erkunden und die auch befriedigen und so weiter. Diese beiden Lebensentwürfe, die werden niemals miteinander korrespondieren. Deswegen muss der Kreative, nenne ich es jetzt mal, sich dessen bewusst sein, dass er einen geradlinigen Menschen niemals zufriedenstellen wird. Gehöre ich auch dazu. Ich bin ein kreativer Mensch. Ich habe viele Ideen, die möchte ich auch umsetzen. Und ob dann jemand dabei ist, der sagt, das ist aber kein geradliniger Weg irgendwie, und dann, das interessiert mich einfach nicht, weil ich diese Eigenbetrachtungsweise habe. Für mich zählt nur, ob ich morgens gerne aufstehe und ob ich abends glücklich ins Bett gehe und mit meinem Tagewerk zufrieden bin. Und wenn jemand anders einen anderen Lebensentwurf hat und will den auf mich sozusagen als Schablone adaptieren, und der fragt sich, passt der Backhaus in meine Lebensschablone? Nein, da will ich auch überhaupt gar nicht rein. Und deswegen ist es natürlich, wie gesagt, ein Prozess, da irgendwann mit klar zu kommen, dass man sagt, es gibt Leute, die finden mich einfach doof. Und das ist auch in Ordnung so. Und die Leute haben ja Verlustangst. Also es gibt ja eine Untersuchung, ich kann sie gerade nicht genau zitieren, die besagt, etwas, was wir schon haben, ist für uns wertvoller als etwas, was wir gewinnen könnten. Deswegen ist auch also die Bewahrermentalität stärker als die Zielverfolgung bei vielen Menschen. Und das ist natürlich auch in menschlichen Beziehungen der Fall. Wenn ich also eine Beziehung schon habe, dann möchte ich sie in der Regel nicht riskieren. Ob das jetzt ein Nachbar ist oder ein Familienmitglied oder ein Freund, Dann sage ich, ach, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Da möchte ich jetzt nicht die Beziehung zur Nachbarin oder zum Nachbarn gefährden, indem ich jetzt aus der Rolle falle. Aber das ist natürlich eine sehr tragische Herangehensweise, weil wir müssen uns bewusst werden, wir tauschen unser Umfeld sowieso alle paar Jahre aus. Ein paar feste Bestandteile gehören dazu, beste Freunde, Familie, aber auch die sollten wir zur Disposition stellen. Nicht jeder aus deinem familiären oder Freundesumfeld ist gut für dich und deinen Lebensentwurf. Das heißt ja nicht, dass du diese Menschen hassen musst. Nein, das heißt einfach nur, dass du die Zeit so gering wie möglich ausfallen lassen musst oder sie vielleicht sogar ganz
kappst, wenn du merkst, das ist eine toxische Beziehung, das ist etwas, was dir Kraft kostet oder ähnliches. Nö, und von daher versuche ich immer, das habe ich ja auch insbesondere hier bei Ego geschrieben, dass man Menschen auch eliminieren muss aus seinem Umfeld und dass man auch die Bereitschaft und den Mut entwickeln muss, das ist ein Prozess, sich auch von Menschen zu lösen oder zumindest von deren Bewertung zu lösen. Mega spannend, was du sagst, weil eben diese Glaubenssätze, die man von außen so übertragen bekommt, die werden ja oft schon in früher Kindheit indoktriniert von den Eltern, den Lehrkräften in der Schule. Und das ist ja dann eben unser Job, dass wir eben mit dem Unbewussten dieser Menschen arbeiten, um diese Glaubenssätze umzuschreiben. Also sie schreiben die selbst um mit ihren eigenen Ressourcen. Und auf dieser Ebene habe ich ein Modell entwickelt, das ich in einem meiner Bücher veröffentlicht habe, nämlich eben das, du hast vorhin gesagt, Verlustangst. Und es ist mega spannend, weil diese Angst, nicht verbunden zu sein, dass dies eigentlich eine der tiefsten Ängste unseres Unterbewusstseins ist, weil wir immer irgendwo Verbindungen haben möchten, nie alleine sein möchten und dass eben, wenn ich gewisse Dinge nicht kontrollieren kann, diese drei Grundängste miteinander korrelieren. Ja. Nicht die Situation nicht kontrollieren zu können oder eben nicht zu genügen, weil man nicht dieser brave Mensch ist, wie es einem eingeredet wurde, dass man das sein müsse, im Sinne von eben, du machst jetzt einen klassischen 9-to-5-Job und machst das jetzt bis zur Rente und gibst brav deine Steuern ab. Und klar, das muss man eh machen, das ist wichtig, aber, ja. Aber eben, du weißt, was ich meine. Und dass man auch Angst hat, alleine zu sein und dass eben diese Grundängste durch negative Glaubenssätze geschützt werden. Also wir haben beobachtet, dass viele Menschen eben diese Glaubenssätze wie als eine Firewall, also wie ein Schutzmechanismus entwickeln. Und solange sie diesen Glaubenssätzen Raum geben, dann laufen sie weniger Gefahr, wieder in diese Grundangst zu gelangen. Im Sinne von, solange ich es erst gar nicht versuche, kann ich ja auch nicht scheitern. Also versuche ich es gar nicht, weil dann scheitere ich nicht, weil würde ich scheitern, würde ich nicht genügen und vielleicht würde ich dann alleine gelassen werden und wäre ganz einsam und wäre nicht mehr verbunden. Und ich finde das mega spannend. Wie hast du das so gemacht? Oder hast du es auch erlebt, dass du so bestimmte Glaubenssätze bei dir umgeschrieben hast? Ich war zum Glück immer schon so ein bisschen ein Revoluzer, dass ich an typische Gesetze, also ich bin ganz, ganz schlecht da drin, mich unterzuordnen, ja. Einer Gesellschaft oder einem Chef oder ähnlichem. Ich wollte immer der Anführer sein. Ich bin kein ganz typischer Anführer, aber ich wollte zumindest immer die ultimative Freiheit haben und lieber der Chef sein als der Angestellte oder Mitarbeiter. Und weil ich dann eben kreativ auch wirken kann, uneingeschränkt, also ich habe die Freiheit zu entscheiden. Und das ist mir am wichtigsten. Natürlich gibt es immer mal irgendwelche Kleinigkeiten, du kannst nicht alles haben und tralala. Irgendwann habe ich gemerkt, doch, man kann alles haben, nur nicht gleichzeitig, aber nach und nach schon. Und da habe ich sicherlich ein paar Dinge aufgelöst. Zum Beispiel auch am Anfang meiner Selbstständigkeit bin ich mit Eifer, Kreativität, Elan und Leidenschaft in meine Selbstständigkeit gegangen. Und das war für mich das Maß aller Dinge. Und du hast es eben schon kurz angedeutet, es ist ja aber nicht nur das Maß aller Dinge, eben seiner Leidenschaft zu frönen, sondern diese Leidenschaft darf auch sehr gut bezahlt sein. Und ich hatte damals als Agentur gestartet, war also typischer Dienstleister eher, was dann irgendwann auch so ein bisschen mit meiner Vorstellung von Freiheit konterkarierte. Und deswegen habe ich dann irgendwann ja auch den Verlag gegründet, um auch so ein bisschen aus dieser Dienstleisterrolle rauszugehen. Aber ich habe während der Dienstleisterrolle durchaus etwas gelernt, und zwar, dass wenn ich eine hervorragende Leistung erbringe, dann muss sie auch hervorragend bezahlt werden. Das hat mich aber nie interessiert am Anfang. Mich hat immer nur interessiert, eine hervorragende Leistung zu bringen, um mich zu verwirklichen. Mhm. Und habe lange Zeit gar nicht geschaut, welchen riesengroßen Vorteil der Kunde dadurch hatte. Mhm. Und es gab dann einen Moment,
Es gab dann einen Moment, wo ich gemerkt habe, ich muss nicht nur meinen Preis kennen als Selbstständiger, ich muss auch meinen Wert kennen, den ich als Selbstständiger erbringe. Und der war sehr, sehr viel höher als das, was ich berechnet hatte. Und witzigerweise, wie bin ich da drauf gekommen? Kunden haben mir gesagt, dass sie eigentlich mehr bezahlen müssten für meine Leistung. Also die haben selbst gesagt, schreib mir mal höhere Rechnungen. Und da habe ich gedacht, oha, wenn ein Kunde zu dir sagt, er möchte mehr bezahlen, dann ist es dringend Zeit, die Tabelle zu ändern. Ja. Ich sehe so viele Parallelen, das ist so erstaunlich. Ich wusste das ja nicht, was du jetzt erzählt hast. Ich war noch nie in meinem Leben angestellt. Ich habe nach dem Gymnasium habe ich begonnen zu studieren und dann habe ich noch eine Marketing-Weiterbildung gemacht, eidgenössisch in der Schweiz. Und dann habe ich einfach alles auf eine Karte gesetzt und habe mein Institut, zuerst die Praxis, dann das Institut geführt. Und es hat sich absolut ausbezahlt. Ich habe gesagt, studieren kann ich dann immer noch. Ich hatte damals an der Uni hatte ich Leute, die waren wesentlich älter als ich. Ich habe gedacht, ja, die waren teilweise 40 und ich war erst 20. Da habe ich gedacht, ja gut, da kann ich auch noch mit 40 studieren, wenn die das auch können. Ich musste immer wieder den Unisaal verlassen, weil ich Sitzungen eintragen musste. Und dann irgendwann mal habe ich eine Stelle ausgeschrieben für die Administration, damit ich, während ich die Therapiesitzungen abhielt, auch die neuen Klienten in Empfang genommen werden konnten. Da habe ich eine Administrationsstelle, Sekretariat, so habe ich ausgeschrieben. Dann hat sich ein Master Law, also ein Master-Absolvent in US, hat sich bei mir beworben. Und das war für mich so der Game-Changing-Moment, wo ich so gemerkt habe, hey, was mache ich da eigentlich? Ich bin gerade im Bachelorstudium für Sozialwissenschaften. Heute bin ich so froh, dass ich das abgebrochen habe. Und zugleich bewirbt sich ein Master-Absolvent für US. Also es war wirklich mega erstaunlich für mich. Also dort sehe ich eine mega Parallele und auch betreffend dem Unterscheiden Preis und Wert, weil ich habe genau dieselbe Erfahrung gemacht, dass die Leute konnten das gar nicht in Worte fassen. Ich habe zum Beispiel erlebt, dass die Leute gesagt haben, Herr Palacios, wenn Sie das hinkriegen, dass ich diese Angst nicht mehr habe oder so, oder diese Sucht nicht mehr habe, das kann ja nicht ich lösen, aber ich zeige Ihnen, wie ich begleite Sie während der Therapie. Oder? Dann, ich würde Ihnen alles geben, was ich habe. Ich habe wirklich schon solche Aussagen bekommen und dann haben wir das tatsächlich gelöst. Und es hat irgendwie 200 Euro gekostet, oder die Sitzung. Und ich habe dann auch gedacht, es ist der Preis, es ist nicht der Wert. Es ist der Preis, es kann gar nicht diesen Wert irgendwie zusammenfassen. Und die Frage ist, wie berechnet man einen solchen Wert? Es ist schwierig. Also wie kann ich den Wert in einen Preis fassen? Das ist wirklich schwierig. Es gibt ja diese diese Geschichte, ob sie wahr ist, weiß ich nicht, aber sie hält sich hartnäckig, dass es mal einen Ingenieur gegeben hat, der in Fabriken immer dann gerufen wurde, wenn niemand anders mehr das Problem lösen konnte, also Maschinenstillstand. Und er war sozusagen so der Zauberkünstler, der genau die Schrauben gefunden hat, die dafür sorgen, dass irgendein Produktionsband steht. Und da rief dann ein Automobilhersteller an und der verlor Millionen pro Tag. Und seit einer Woche stand das Band irgendwie still und keiner wusste, warum das Band nicht mehr läuft. Und er wurde geholt und hat das dann relativ schnell innerhalb von einem Tag lösen können. Und hat dann dafür irgendeine astronomische Summe berechnet, sagen wir mal 100.000 oder wie auch immer, wo dann die Rechnungsadministration sagt, wie, Sie verdienen in 6 Stunden so viel Geld, was soll denn das für ein Stundenlohn sein? Und er sagt, nein, ich berechne nicht nach Stundenlohn, sondern nur sozusagen nach dem Ergebnis, was ich Ihnen eingespart habe. Ich verstehe das Konzept. Natürlich jetzt in unserem Bereich ist es nochmals was anderes, weil natürlich der therapeutische Bereich wie ein Bereich ist, wo man eine Etikett hat, eine Ethik hat und
wir wollen ja zum Beispiel auch nicht, wir für uns, ich kann es wirklich nur für die Therapeuten sprechen, wir wollen ja nicht, dass der Klient abhängig wird, das gibt es ja auch, es gibt ja auch psychiatrische Fachkräfte und so, die ihre Patienten und auch also in jedem Bereich, die ihre Patienten da einfach so am Laufband eben wieder kommen lassen und die wesentliche Fortschritte machen. Aber eben das, was du erzählt hast, hat mich wirklich daran erinnert, dass ich immer wieder Sitzungen hatte mit Menschen, die eben wirklich, wie du gesagt hast, schon alles ausprobiert haben und nichts hat gewirkt und die dann wirklich wussten, dass das wirklich meine Kompetenz ist und dass es meine absolute Leidenschaft ist, dass ich das jede Sekunde lebe. Und, in deiner Branche gibt es zu dem Thema natürlich auch viele Diskussionen, weil genau das, was du sagst, ist natürlich eine Limitierung, die Berufsverbände und so weiter, solange man einen Titel wie Therapeut oder so trägt, ist man ja genau wie ein Anwalt oder im weitesten Sinne solche Berufe, Steuerberater und so weiter, irgendeiner Etikett unterstellt. Und ja. Coaches haben sich davon ja gelöst. Deswegen wird ja auch ein Tony Robbins oder sowas kritisiert, der Menschen hilft und der Masterminds hat, die dann aber $1 Million kosten, wo man sagt, ja, das ist ja ethisch eigentlich nicht vertretbar. Gut, er ist kein Therapeut und das ist wahrscheinlich sein Vorteil, dass er sagt, okay, ich lasse einfach das Etikett weg, mache Coaching, bewirke genauso viel oder mehr und kann deswegen ein Preisschild dranhängen, wie ich es gerne möchte. Ne? Ja, es ist wirklich schwierig. Ich hatte auch schon natürlich krasse Sitzungen, wo ich irgendwo eingeflogen wurde und ich hatte einen Tag hinreisen, war dort in einer Unterkunft, Hotel, und am nächsten Morgen habe ich die Sitzung abgehalten mit dem Promi XY und dann am selben Tag wieder zurückgeflogen und ich habe dann einfach die Sitzung im Stundentarif verrechnet, also 200 Euro die Stunde oder 250 Euro die Stunde und dann einfach nur die Sitzung. Und dann teilweise war dann die An- und Rückreise und die Unterkunft teurer als die Sitzung selbst. Und das, da habe ich so gemerkt. Wobei 200 Euro natürlich auch wirklich oder 250 tatsächlich extrem niedrig ist. Ich weiß nicht, ob es da oben eine Deckelung gibt, aber ich kriege zum Beispiel keinen guten Anwalt unter 500 Euro die Stunde. Und, ja, und der muss nicht mal gewinnen. Ja? Also der wird ja auch nur nach Stunden bezahlt. Ja, das war einfach so mein Ding, dass ich so das Gefühl hatte, nein, ich will dort nicht so viel Geld verlangen, auch wenn ich weiß, dass, wie du gesagt hast, der Wert unbezahlbar ist. Eben, ich habe mit den Klienten Dinge hingekriegt, die wirklich unfassbar waren. Und ich wurde auch sehr oft unter der Hand weitergegeben, im Sinne von, dass ich Spitzensportler betreut habe und niemand wusste das. Und ich habe auch zum Beispiel Politiker therapiert und die sind dann am nächsten Tag im Fernsehen aufgetreten in einer Polizendung und niemand durfte wissen, dass diejenige Person bei mir war. Und ich hatte irgendwie, dort hatte ich vielleicht ist es auch so ein Thema, dass ich glaube, nein, das kann ich dort nicht machen. Hingegen eben muss ich auch sagen, wenn man den Wert benennen würde, das wäre unfassbar. Oder du hast vorhin gesprochen von dieser Fabrik, diese Geschichte, wo die Fabrik irgendwie pro Tag 1 Million Verlust gemacht hat. Und es ist ja eigentlich auch so, wenn jemand ein Problem hat, dann vergibt er ja jeden Tag seine Chancen. Ich meine, wenn er zum Beispiel sich blockiert fühlt, Angst hat und nicht rausgeht, dann verpasst er vielleicht die Chance, seinen Traummenschen fürs Leben zu finden, weil er sich nicht getraut, rauszugehen. Und das ist schon... Ja, bei Sportlern ist es eigentlich ja auch sehr gut taxierbar, weil die haben ja einen Wert, den sie pro Saison, pro Spieltag und so weiter erwirtschaften für ihre Mannschaft. Und da ist es ja, also der hat ja ein Gehalt und so weiter. Und wenn der ausfällt, dann kann man sich ja relativ leicht auch ausrechnen, wenn der Messi morgen nicht spielt, was es dann die Mannschaft kostet sozusagen. Also wahrscheinlich wäre der einzige Weg, dass du das umgehst, dass du dir zwei Kittel an die Wand hängst. Der eine ist der Berufsethos-Kittel und der andere ist dann nur der Berater-Kittel. Da bist du dann nur als Berater unterwegs. Ja, ich hatte mal einen Weltspitzenfußballer und war irgendwie, ich weiß nicht mehr die genaue Millionentransfer, so irgendwie 30 Millionen oder so. Und dann habe ich mit ihnen eine Therapie gemacht auf dem Hotelzimmer
Er hatte Einschlafschwierigkeiten, er konnte danach wirklich super gut schlafen. Es war wirklich so gut. Das ist wirklich mein Spezialgebiet, Einschlafstörungen, da bin ich richtig, richtig gut drin. Und sein Marktwert hat sich dann, ein Jahr später kam es im Radio, so, sein Marktwert hätte sich verdoppelt. Ich habe so gedacht, unglaublich, und ich habe einfach 200 Euro die Stunde bekommen. Ja, das ist schon eine mega spannende Sache. Ich sage immer meinen Therapeuten, die ich ausbilde, wir haben vom Verband her haben wir einen Richtwert betreffend dem Honorar, wie viel das Honorar etwa betragen soll. Aber es ist eine freie Marktwirtschaft. Wir können das niemandem verbieten. Es ist sogar unlauterer Wettbewerb, wenn wir sagen würden, du darfst nur so viel verrechnen. Das ist nicht erlaubt. Also wir können einfach sagen, dieser Kostenrahmen ist, ist empfiehlt der Verband oder das darf man schon verlangen. Aber wir dürfen nichts verbieten. Der Verband, ich bin auch Präsident des Verbandes Schweizer Hypnosetherapeuten und wir dürfen das nicht verbieten. Okay. Aber eben, es ist wie die Sache eben, ja, kann man sich das erlauben, wie auch immer. Ja. Aber eben, wie du sagst, letztendlich ist es echt eine wichtige Unterscheidung, Wert und Preis. Ja. Schön. Ja, vielleicht noch abschließend eben, du wirst ja voraussichtlich an unserem Angstwerk-Kongress auftreten. Wie wichtig siehst du da das Durchbrechen der Angst? Viele haben das, oder viele kennen ja auch diesen Glaubenssatz, dass man sagt, der liebe Gott die schönen Dinge hinter der Angst platziert hat. Man muss zuerst die Angst durchbrechen, bevor man dann das Schöne erleben kann. Wie siehst du das? Ich bin manchmal ein schlechter Ansprechpartner für dieses Thema, weil ich in meinem Leben nie Angst empfinde, also nicht typischerweise. Ich habe keine Angst davor, mit dem Flugzeug abzustürzen oder zu sterben oder arm zu sein oder meine Freunde zu verlieren oder so. Da habe ich keine typische Angst davor. Und deswegen bin ich, glaube ich, ein schlechter Berater. Man muss ja wissen, was man kann und was man nicht kann. Ich habe viele Menschen beobachtet in den letzten 20 Jahren, in denen ich in den Medien bin, wo ich Menschen treffe und auch sehr interessante und erfolgreiche Menschen treffe, wie sehr Angst die teilweise gelähmt hat, genau das zu machen, was sie glücklich macht. Und bleiben wir bei dem Beispiel der Nachbarin, die das komisch findet, dass jetzt jemand Hypnotiseur wird. Da spielt Angst natürlich die tragende Rolle, das soziale Umfeld, das Ansehen und so weiter zu verlieren und deswegen vielleicht zurückhalten mit der eigenen Karriere. Und das ist aber etwas, was ich schon fast verurteile. Also ich kann es nicht akzeptieren, dass Menschen ihren Lebenstraum nicht verfolgen, aus welchen Gründen auch immer. Und für mich ist das eine technische Frage. Also okay, du hast eine Barriere da, nennen wir sie Angst, und diese Barriere, die musst du jetzt irgendwie auflösen. Und insbesondere bei der Hypnose und so weiter habe ich schon sehr oft, auch bei Seminaren live erlebt, wie Menschen in tatsächlich einem Fingerschnips gewisse Hürden überwinden und gewisse Dinge, ihr sprecht, glaube ich, von auflösen. Und, ich brauche das Wort nicht so gerne, weil es so ultimativ ist, weißt du, weil es so insinuiert, es ist dann wie komplett weg und wann ist etwas aufgelöst. Aber ja, ich weiß, wie du meinst, ja. Und wir sagen umbewerten, man will ein neues Gefühl dazu entwickeln. Ich finde, man muss da dieses Problem wirklich lösen. Das ist eine Aufgabe. Und dieser Aufgabe muss sich bitte jemand stellen, der sozusagen, wo die Angst zwischen ihm und seinem Lebenstraum steht. Weil ich finde, es gibt ultimativ nichts Wichtigeres, als diesen Traum zu erfüllen. Mega schön, ja. Und ich glaube auch, weißt du, was ich immer mache? Ich mache immer so Best Case und Worst Case. Ich sage mir, was ist das Beste, was passieren kann, und was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und dann, wenn ich das abgesteckt habe, dann betrachte ich, was kann denn im schlimmsten Falle auch Gutes passieren oder Gutes daraus entstehen? Und was kann im besten Falle vielleicht sogar Schlechtes daraus entstehen? Und dadurch entwerte ich so diese Gewichtung und ich
gehe dann so in die Gelassenheit, es ist doch egal, wie es herauskommt, weil ich kann in allem Gutes und Schlechtes finden. Ja, genau. Also ich glaube auch, dass man da mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten muss. Weil das schlechteste Szenario ist ja, dass du zum Beispiel finanziell pleite bist. Das heißt, du musst in irgendeine Sozialunterkunft oder irgend sowas, weil du dir deine Miete nicht mehr leisten kannst, im ersten Moment vielleicht. Dann kann es passieren, dass dein soziales Umfeld sich von dir abwendet und du fühlst dich alleine und kriegst Angstzustände und so weiter und so fort. Das ist, wenn wir ehrlich sind, das Schlechteste tatsächlich, was passieren kann. Die Frage ist aber, wie wahrscheinlich ist das, dass das eintritt? Wie viele Menschen kennst du, die all diese Dinge erlebt haben, nur weil sie ihren Lebenstraum verfolgt haben? Und da wird die Wahrscheinlichkeit schon wieder sehr, 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 sehr viel geringer. Also wir Menschen haben ja Angst, Zustände vor vielen Dingen, und 99% von diesen Dingen werden nie eintreten. Und also das heißt, man muss ja im Leben immer mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Wenn du jetzt rausgehst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dich erschießt, einfach aus Versehen? So, in Berlin kann dir das passieren, weil Menschen da illegale Waffen haben und da Bandenkriege stattfinden, und das kann passieren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist so extrem gering, dass du ja trotzdem rausgehst oder mit einem Bus fährst oder. Und von daher, ich glaube, auch das kann ein Ansatz sein für Menschen, zu sagen, ja, es gibt Worst Cases, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist tatsächlich so sehr gering. Ich sage mir immer, ich lege mir wie eine Button ab bereit, so wie eine beste Alternative, wie man das ja auch in der Verhandlungstechnik macht. Und ich sage mir immer meinen Plan B. Mein Plan B wäre, ich nehme meinen Laptop und reise um die Welt. Und ich hätte keine Ausgaben mehr und hätte die absolute Freiheit in dem Sinne. Und das zeigt dann eben, im schlimmsten Falle findet man vielleicht sogar was Positives. Und das nimmt einem so sehr die Angst, weil man hat nicht mehr die Angst vor dem vermeintlich Schlimmen. Und das gibt einem diesen Freiraum und diesen Mut, es einfach mal zu wagen. Ja, ist vielleicht etwas egoistisch, aber das passt ja zu deinem Buch, zum Ego. Ja, auch diesen Begriff darf man für sich neu bewerten. Ja. Also ja, er ist im gesellschaftlichen Kontext ausschließlich negativ konnotiert. Aber wenn man sich den Wortstamm anschaut, ja, Ich-Bewusstsein, und ja, also daran kann und darf nichts Schlechtes sein, sich selbst bewusst zu sein und seine eigenen Träume und Lebensziele verfolgen zu wollen. Und wenn wir die Rechnung aufmachen, dass ich es niemals allen recht machen kann, muss ich ja bei dem Ergebnis landen, dass ich es aber mir recht machen kann, ohne anderen dabei zu schaden. Und diese Formel, die funktioniert. Und da dürfen Menschen sich auch mit dem Wort Egoismus anfreunden. Finde ich mega schön. Ich sage immer, wenn jemand im Fluss treibt und du wirfst ihm einen Rettungsring zu, dann musst du ja selbst stark verwurzelt sein. Du musst dein Ich-Bewusstsein haben. Wie willst du sonst diese Person aus dem Fluss reißen? Und es gibt diese Geschichte, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wer es war. Irgendeine biblische Person, ich weiß nicht, ob es Jesus war, ich glaube, es war nicht Jesus. Eine biblische Person hat jemanden beim Erfrieren getroffen. Das heißt, du kommst dann mit der Mäntelchen an, läufst irgendwo und siehst jemand, der keine Kleider am Leib hat und der erfriert. Und jetzt hat diese biblische Person ihm aber nicht sein Kleid gegeben, sondern die Hälfte des Kleides gegeben, damit er nicht selber auch erfriert. Ja. Weil dann wäre doch keinem geholfen. Ja, genau, absolut. Oder man sagt doch auch im Flugzeug, die Eltern müssen zuerst sich selbst die Sauerstoffmaske aufziehen und dann erst dem Kind. Wer nicht sich selbst helfen kann, kann auch nicht anderen oder nur schwer anderen helfen. Ja, das hat sogar noch eine zweite Dimension im Flugzeug. Da ist nämlich noch die Dimension, dass dann auf einmal zwei Passagiere Hilfe benötigen und alle anderen müssen sich zusätzlich um diese beiden Problemfälle kümmern, nur weil die nicht egoistisch waren. Also das, ja, führt zu Problemen. Mega spannend. Wow, vielen Dank für diesen spannenden Austausch. Ja, es war sehr schön und bereichernd. Und ich freue mich sehr auf deinen Vortrag am Angstfrei-Kongress. Ja, ich freue mich auch schon drauf. Tolle Atmosphäre, die ihr da habt. Warst du schon mal in Bern? Nein. Schweiz, der Hauptstadt der Schweiz, so Bundeshauptstadt der Schweiz. Also Schweiz natürlich schon, aber in der Regel nur Zürich sowas wie da Lugano und so weiter. Das ist ja, ja, ja genau.
Ist das schon Schweiz, ne? Ja, das ist die Aber Bern, Bern noch nicht, nein. Bern, Bern kenne ich nur als Verkaufsstelle unserer Magazine, sonst kenne ich Bern nicht. Nein, Bern ist eine kleine Stadt. Ich sage immer eine Stadt, die gut geeignet ist für Menschen mit Kontrollzwang, weil du bist die Stadt in ein paar wenigen Minuten, bist du die zu Fuß abgelaufen. Die ist wirklich sehr klein, überschaubar, aber auch sehr sympathisch. Ja. Schön, freue mich drauf. Super. Vielen Dank, Julian. Danke auch. Hey, möchtest du dich geistig weiterentwickeln? Dann schau dir die Videos hier an. Du kannst nur gewinnen.